Oh, was für eine schöne Ausblick hier im Heißluftballon! Vorsicht, ja! Oh, genau da wollte ich auch landen und zwar einfach mal in diesem Hühnerstall hier aussteigen. Okay, alles gut. Okay, das war vielleicht ein bisschen bei Bruchlandung und eventuell sind hier auch ein paar Hühner gerade gestorben, aber alles in Ordnung. So, Hühnerchen, wie geht's euch denn? Alles gut bei euch oder was? Hier eure Eier leuchten so? Was ist denn? Hä, was ist denn? Das war doch jetzt ich nicht gerade, oder? Was denn hier passiert? Sind die Hühner abgehauen oder was? Warte mal, ob man hier. Alles Schrott? Das funktioniert ja alles gar nicht mehr. Hä, da ist Crazy Joe. Okay, warte mal. Farmer Crazy Joe. Wir quatschen gleich mal mit dem. Minus 18 Grad, das stimmt noch. Crazy Joe, hey, mein lieber Alter. Was geht denn ab? Was ist denn bei deiner Hühnerfarm hier los? Kasper, du siehst es wahrscheinlich schon. Ja, was soll ich sehen? Ich sehe hier nur so ein leuchtendes Huhn. Ist das von dir oder ist das irgendwie eine Attrappe oder was ist das? Hör auf zu lachen. Uns wurden 15 Eier geklaut. Du musst alle finden und zwar sofort. Die Eier sind irgendwo in der Stadt versteckt. Los, du musst alle finden. Dali! Alle 15 Eier finden. Die sind in der Stadt versteckt. Wie konnte das denn passieren? Sag mal, ich dachte, du hast hier einen sicheren Hühnerstall seit 10 Jahren. Evil Chicken, aka das Horrorhuhn, ist hier eingebrochen und hat alle Eier geklaut und Hühner getötet. Nimm dich in Acht vor ihm in der Stadt. Ich soll mich in Acht nehmen vor dem Horrorhuhn? Okay. Sag mal, hast du ein Fahrzeug, womit ich irgendwie die Eier dann einladen kann, wenn ich sie finden sollte? 15 Eier soll ich finden, Freunde. Ihr dürft mitzählen. Wir sind zurück im Bild. Ich lasse ein Like und noch ein Abo da. Sag mal schnell. Yeah, nimm einfach mein Auto. Alles gut. Hier hast du die Schlüssel. Okay, vielen, vielen Dank. Alles klar. Na gut, also das Auto können wir nehmen. 15 Eier sollen wir finden. Und angeblich soll es hier einen Horrorhuhn geben. Daran glaube ich, es hat sich Crazy Joe, der verrückte Amerikaner, noch eingebildet. Das ist schon doch safe nicht. Okay, warte mal. Das ist seine Karre jetzt. Und die sieht auf jeden Fall schon ziemlich klein aus. Okay, aber auf jeden Fall auch gefährlich. Aber ich meine, nicht schlecht, Freunde. Ihr dürft wie immer mitzählen. Ja, ihr müsst in die Kommentare mitzählen, wie viele Eier ich hier heute einsammeln werde. Ich hoffe mal, es werden auch 15 sein. Ne? Ich denke mal, nicht, dass die irgendwo versteckt wurden oder sowas. Oh, das glaube ich nicht. Guck mal. Direkt hier. Das allererste Ei. Oh mein Gott, also okay, wenn es so easy ist, dann habe ich hier gar keine Angst. Guck mal, hier ein Ei ist sogar noch heile. Aber wie, warte mal, da sagt ihr gerade was. Warte mal, wie mache ich denn den Kofferraum auf hier? Ah, so, aber ich sage euch, da passen vielleicht maximal zwei Stück rein. Also ich sollte mir vielleicht eine andere Fahrmöglichkeit besorgen hier. Also das erste Ei ist verstaut. Ja, eins von 15, check, würde ich fast mal sagen. Guckt, wie gesagt, gerne hin. Also wenn ihr so am Handy guckt, guckt wirklich so hin, ob ihr noch irgendwo Eier seht und ob ihr welche übersehe. Übersehe, wollte ich gerade sagen. Freunde, Alter, hier hätte ich tatsächlich gerade fast übersehen. So, okay, ja, dann haben wir hier direkt schon das zweite von 15. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Warte mal, muss ich mal kurz einstauen hier? Ja, aber jetzt wird es langsam echt knapp. Okay, zwei Eier haben wir schon. Naja, ich meine, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, aber hier soll ja irgendwo auch so ein Horrorhuhn rumlaufen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, geschweige denn, was das von mir will, geschweige denn, was das machen kann. Oh, pass auf, hier ist nochmal. Oh mein Gott, guck mal. Eine Hühnerstange, aber das sind doch keine. Ich glaube, Crazy Joe ist komplett durchgedreht. Das sind doch keine Horrorhühner. Das sind stinknormale Hühner, sag mal. Also, Crazy Joe, was ist da los, sag mal? Du alter, verrückter Amerikaner. Okay, also der ist auf jeden Fall durchgedreht. Aber hier haben wir noch ein Ei. Sehr schön, das ist schon das dritte. Mhm, packe ich gleich ein, ganz vorsichtig so. Aber guckt ihr euch mal die Hühner an hier. Das sind doch keine verrückten Hühner, das steht normal, die sind wahrscheinlich nur ausgebüxt oder so. Oh, boah, ich muss hier schon echt drauf rumspringen, Freunde, damit ich den Kofferraum gerade noch so zubekomme. Also ich brauche echt eine andere Karre jetzt, ne? Am besten, ich lade mir einmal alles über oder so. Vielleicht hier vorne irgendwo ist irgendwas. Ja, guckt genau hin, ne? Wir müssen wirklich, heute ist es eine Folge, Freunde, wo ihr richtig hinschaut. Das ist ja perfekt. Hier so ein Transporter. Eine Folge, wo ihr wirklich genau hinschauen müsst, damit wir auch ja kein Ei übersehen, weil ihr wisst ja, sonst laufen ganz viele Küken rum. Alle Eier eingeladen. Sehr schön. Habe ich mal kurz umgeladen. Ich glaube, dass dieser Transporter hier. Oh, die machen da gerade einen Umzug. Ah, oder ist das da noch ein Ei? Ist da ein Ei bei dem Karton da hinten oder bei der Kiste? Ich weiß es nicht genau, Freunde. Ich sage jetzt mal nein. Ich hoffe es zumindest. So, was haben wir da vorne? Hier bei der Tankstelle. Guck mal. Das sind zwei Eier auf einmal hier. Guck mal hier. Ja, guten Tag, Mr. Gockels. Ja, die Eier mitnehmen. Ja, super, das mache ich. Kein Problem. So, hier. Guten Tag. Okay, das scheint auf jeden Fall auch nett zu sein, das Huhn. Dann machen wir mal ganz kurz auf. So, Ei Nummer 1. Nehmen wir uns da mal mit hier. Zack. Und rein damit. So, bam. Ei Nummer. Welches ist denn das jetzt überhaupt? Das müsste doch jetzt Ei Nummer 4 gewesen sein und Ei Nummer 5. So, ich hoffe mal nicht, dass die da hinten kaputt gehen, aber ich denke eigentlich nicht, ne? So, jetzt haben wir insgesamt schon 5 Eier eingeladen. Oder waren das 5 Eier? Ich muss mir das am Ende, dann muss ich das nochmal nachzählen, ne? 5 Eier haben wir eingeladen, Freunde. Ist schon mal nicht schlecht, also aber hier müssen irgendwo noch mehr sein.
Vielleicht hier auf dem Boden oder sowas? Na ja, hier irgendwo, vielleicht in der Gasse oder so? Ich könnte mir das gut vorstellen. Wow, alles kaputt machen! Was war das denn für ein gruseliges Geräusch? Guck mal, das ist tatsächlich so ein Horrorhuhn. So ein Evil Chicken. Okay, warte mal. Das sieht mich gerade nicht. Was hat das hier alles gerade für Gebäude sichert? Und guck mal, da ist ein Schenkel. Und hier liegen überall Eier noch rum. Okay, aber das ist ja sehr, sehr gut. Alter, brauchst gar nicht abzuhauen, Evil Chicken. Bam! Okay, das bringt nichts. Naja, dann muss ich eventuell was anderes machen. Und zwar habe ich ja noch eine Bazooka geladen, Freunde. Das scheint dieses Evil Chicken zu sein. Okay, warte. Eingeladen und boom! Das war's mit der Evil Chicken. Du klaust hier nicht meine Eier. Also das scheint so ein Huhn zu sein, was unter anderem... Das glaube ich nicht, das schießt er hier noch los und zerstört da hinten noch irgendein Haus. Alter, du hörst jetzt mal auf, hier alle Sachen kaputt zu machen, sag mal. So ein Horrorhuhn hier und noch einmal. So, das war's jetzt mit dem Huhn. Sehr gut, Freunde. Okay, wir nehmen hier das Ei mit. Hat er das noch Eier geladen? Ja, es hatte noch ein Ei geladen, aber ein großes, ein Gruselei. Nein, das Ei ist kaputt. Oh nein. Ja, Freunde, das Ei konnten wir leider nicht mehr retten. Guck mal, das ist nur noch die Schale von dem. Also das Ei ist leider kaputt gegangen, das erste, was kaputt gegangen ist. Aber hier haben wir Gott sei Dank immer noch eins stehen. Und ich sag mal so, ne, hier oben, da wo, guck mal, das die Chicken-Keule an. Der wurde einfach gekillt. Das war ein ganz nettes Huhn und das wurde aufgefressen. Also ich kann es nicht glauben, hier sind doch schon wieder irgendwelche Hühner los, sag mal. Irgendwelche Hühner hier unterwegs und da liegen auch ganz, ganz viele Eier. Guck mal, das ist wirklich so ein Huhn, das macht hier gerade auch ganz viel kaputt. Okay, da haben wir drei Eier rumliegen. Ja, kein Problem, die sammle ich auf jeden Fall ein. Dann machen wir mal hier. Schnell raus, schnell raus, schnell raus mit der Bazooka und... Warte mal, aber nicht, dass der Pickup kaputt geht. Oder nochmal rückwärts hier. So, muss reichen, muss reichen, muss reichen. Handbremse anziehen, Handbremse anziehen. Lad doch nach. Nicht über die Eier. Brems! Oh mein Gott! Ist es Schrott? Ist es Schrott? Oh mein Gott, ich drück volle Karte. Ich bin als falscher Fahrer eingestiegen. Ich hätte in den Beifahrer. Freunde, ich bin ein Eiermörder. Oh nein. Aber ist es Schrott gegangen oder ist es noch heile? Ist noch heile. Oh Gott, jetzt muss ich wirklich hier mich an diesem Hühn rächen. Bam! Du hörst jetzt auf, hier Sachen kaputt zu machen, um eine schöne Stadt zu zerstören. Gib die Eier zurück. Das scheint das zu bewachen oder sowas, ne? Gib die Eier zurück, die du hier bewacht hast. So, das war's jetzt mit dem. Einen Schuss geben wir noch. Die letzte Gnade und boom! Das war's mit dem Huhn. Sehr gut. Also hier haben wir nochmal drei Stück. Mhm, auch nicht schlecht. Dann wären wir jetzt im Total insgesamt bei, ich glaube... Oh, Freunde, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ey, wehe, ihr schreibt mir das nicht rein. So, warte mal, dann wären wir jetzt, glaube ich, bei 9. Ich glaube, wir wären bei 9 jetzt, oder? Oh, nicht, dass ich das noch kaputt mache hier. Ja, ich glaube, wir wären bei 9 Eiern. So, zack. Oh, das habe ich da ein bisschen reingeschmissen. Das, nicht, dass das ein Spiegelei gibt oder sowas. So, hier, zack, Nummer 8 und Nummer 9. Also entweder 8 Stück oder 9. Ich glaube, aber 9 sind wir jetzt. Oder, warte mal, 5, 6... 7, 8, 9. Ja, ich glaube, wir sind bei 9. Also, ich glaube, das ist korrekt. So, okay, passt. Wir fahren weiter, Freunde, mit dem vollen Eiertransporter. Sehr, sehr schön. Was haben wir denn da hinten noch? Hier irgendwo, kann man hier irgendwo noch langfahren? Der Transporter ist auf jeden Fall schon ein bisschen Schrott gegangen, aber nicht schlimm. Sind hier vorne irgendwo noch Eier? Da ist noch was vom Chicken. Vielleicht hier im Parkhaus, ne? Das könnte sein. Oh, Alter, nicht, dass die Karre hier umkippt. Dann sind die, guck mal, wie die Eier da hinten hin und her wackeln. Und oben angekommen. So, was haben wir hier? Was haben wir hier noch? Guck mal. Oh mein Gott, das ist, glaube ich... Nein, das ist nicht das, was ich denke. Das ist doch nicht das Chicken... der Chicken-Geist von Trevor Henderson. Dieses SCP-Monster... Nicht SCP-Monster, aber dieses Monster, was auch sozusagen gleichzusetzen ist mit dem Zugpresser. Ja, das ist das Chicken-Ghost. Guckt ihn euch an. Da steht es auch. Trevor Henderson Chicken-Ghost. Ich glaub's nicht, Alter. Okay, du bist also der Verursacher des Ganzen. Was willst du von mir? Ich bin nicht der Verursacher. Mein Chef, der will alle Eier essen. Dein Chef will Eier, alle Eier essen? Okay, und wer ist dein Chef? Kannst du mir das bitte mal erklären? Er ist rot und ziemlich groß. Du wirst ihn sehen, wenn du ihn siehst. Ich werde ihn sehen, wenn ich ihn sehe. Ja, das macht ja mega viel Sinn, okay? Und was ist mit dir hier? Was machst du hier? Wieso? Du hast doch hier auch schon Ei geklaut, oder nicht? Du Eierdieb. Nee, warte mal, das Ei nehmen wir mal schön mit hier. Und das glaube ich nicht. Oh, das Ei nicht, das ist runterrollt. Guck mal, und hier, der hat so ein schicken Auto. Ha! Alter, so ein Huhn hat einfach so ein Hühnerauto. Okay, das muss man auch erstmal mögen. Ich meine, der hat mir jetzt nichts getan, aber trotzdem müssen wir hier leider... den hier machen. Denn Eier klaut man nicht, Freunde. Eier klaut man nicht. Okay, sehr gut. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein Ei retten können. Sehr schön. Das ist das 10. Ei. Das tüten wir uns natürlich ein hier in den Transporter. Mhm, so, zack. Aufmachen hier die Luke. Kann ich mal bitte... Ja, die Bazooka würde ich, glaube ich, lieber mal wegpacken. Nicht, dass ich hier in der Nähe noch aus Versehen... Oh, nein. Nein!
Entsess jetzt? Hab ich's? Okay, ich hab's raus. Okay, sehr gut. So, rein damit. Zack. Und wieder zumachen jetzt schnell, bevor hier noch irgendwas Schlimmes passiert. Bevor hier noch irgendein Eierauflauf passiert. Okay, wieder nach Hause. Und dann würde ich mal sagen, wir sollen die Augen aufhalten nach was großen Roten. Warte mal, ich schalte mal die Drohne. Da ist doch was Rotes. Ne, das ist aber so ein, so ein Container. Hä? Das ist ein Huhn! Und das frisst sogar irgendwas! Und da ist wieder ein Evil-Chicken! Um Gottes Willen, das meint er! Dieses riesige rote Huhn! Auf geht die Reise zum Atomkraftwerk da hinten! Da muss dieses riesige rote Huhn sein, was er meinte! Schön Speedhuhn hier mit der Karre! So, hinten die ganzen Eier drin! Haltet wirklich die Augen... Haben wir dann Ei verloren? Nö, haltet wirklich die Augen auf! So, jetzt ganz ruhig! Hier crash ich ja ziemlich oft. So, meinte ich, kann hier die Abkürzung nehmen? Ich denke eigentlich ja, ne? Abkürzung am Start. Wow, das Evil Chicken. Das Horrorhuhn. Jetzt schnell, wo willst du hin? Wo willst du denn hinfahren? Warte mal. Da mache ich mal ganz kurz einen gezielten Schuss. Und zwar den hier. Nein, nicht getroffen. Verdammte Axt, noch eins. Verdammter Hühnerstall. Okay, warte mal. Und jetzt aber. Zwischen die Beine. Wo fährt der denn hin? Wo fährt der hin? Das Horrorhuhn. Da, Alter. Oh mein Gott. Da sind ganz viele Eier drin. Na, der kommt zurück. Kommt er jetzt zu mir? Der kommt zu mir gefahren. Der Rückwärtsgang. Es war voll schnell. Warte mal, wo bin ich? Da bin ich. Da bin ich. Und da ist das Huhn. Hau ab da, du Horrorhuhn. Bam, Alter. Wie krass das zerteilt wurde. Und auch die ganzen Eier da drin. Wow, hier fliegen überall noch... fliegt überall Spiegelei rum. Okay, nicht schlecht. Das war auf jeden Fall nochmal das Horrorhuhn, was wir hier besiegt haben. Das wollte hier anscheinend schon irgendwas kaputt machen, ne? Aber mit mir nicht, mein Freund. Mit mir nicht. Okay, dann los. Jetzt geht's hier hoch. Mhm. Und wir gucken mal. Da ist dieses rote Ding. Da guckt... Seht ihr das? Das scheint dieses Gottmonster zu sein. Dieses Ghost-Chicken-Gottmonster. Und sind da noch Eier? Warte mal, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, nicht die Karre crashen. Da liegen noch Eier davor. Oh mein Gott, noch einige. Okay, warte mal, die lade ich mal schnell ein und dann... Ja. Ey, einige. Alter, viel mehr als 15, hä? Ist ja viel mehr. Das ist ja super. Sag mal, können wir noch mehr retten als 15? Ich geh mit rein, ja. Alter, guck mal, wie viele das sind. Na, eins. Ah, dann würde ich doch mal sagen, hier, zack, rein damit. Laden wir mal alle ein. Und der Typ da oben, der denkt sich nur so... Ich hab Hunger. Aber glaub mir, mein Freund. Du hast gleich mal Hunger auf meine Rakete, die ich hier gleich auf dich in den Mund reinsteuer. So, hier nochmal, sehr schön, dann hier auch nochmal das Ei rein damit, zack, in den Transporter geladen, sehr gut. Ey, da wird sich Crazy Farmer Joe aber auf jeden Fall freuen, wenn wir eben noch mehr Eier bringen, als ihm eigentlich geklaut worden. Aber wahrscheinlich hat er noch mehr, wurde ihm noch eigentlich noch viel mehr geklaut. So, ich mache hier dicht die Luke. Ich habe ein bisschen Angst, das Ding jetzt abzuschießen, ne? Ich meine, guckt euch das Teil mal an, das bekommt anscheinend gar nichts mehr mit, aber scheint wirklich das Monster, also der Boss zu sein von diesen ganzen kleinen Chickens, die uns die unsere Stadt kaputt machen wollen. Also, der hat anscheinend so eine Chicken-Armee und der Schnabel, er fällt runter und trotzdem macht er noch was. Der zweite Schnabel fällt auch runter. Okay. Kann man jetzt hier die Augen auch noch kaputt? Ja, die Augen gehen auch runter. Okay. Ist doch einfacher, als ich dachte. Kann man da jetzt irgendwie noch so drauf schießen im richtigen Winkel, dass das ganze Ding kaputt geht, oder... anscheinend nicht. Keine Ahnung. Kann ich auch eine Bombe vielleicht da reinzünden oder sowas? Geht auch nicht. Okay, na gut. Dann ist das Ding anscheinend zerstört worden. Also, das Chicken wird auf jeden Fall, das Hühnchen wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr viel klauen und vor allem nicht mehr viel Kommandos geben ohne Schnabel, ne? Also, da hast du dich geschnitten, ne? So gut funktioniert es dann noch nicht, mein Freund. Okay, mach's mal gut. Hau rein. Vielleicht kümmere ich mich um das Ding gleich nochmal. Aber ich würde sagen, zuerst bringen wir jetzt Crazy Farmer Joe oder Farmer Crazy Joe, so heißt er ja, erstmal die Eier zurück. Oh, nicht jetzt crashen auf den letzten Metern. Crazy Joe, Crazy Joe, alles gut bei dir? Ich habe hier nämlich deine Eier, hallo. Da ist mein Heißluftballon. Als kleine Entschädigung dafür, dass ich hier eine Bruchlandung gemacht habe in deinem Hühnerstall. Bremsen, nicht, dass ich hier noch irgendjemanden töte, irgend so ein Chicken. So, ich würde sagen, wir fahren die direkt da vorne hin. Die müssen nämlich hier zum Brutstall ausgeladen werden. Aber das kann Farmer Joe auch wirklich selber machen. So, Farmer Joe, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, habe ich die Hühner anfahren hier? Ich habe alle deine Eier wiederfinden können. Sogar noch ein paar mehr, ne? Wir können von mir aus gerne mal durchziehen zusammen. So, warte mal, ich mach mal auf hier. Okay. Alter, guck, wie viele wir haben. Wir haben eins. Hier, ich leg dir die einfach mal da vorne hin, ne? Eins. Dann haben wir hier zwei. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier drei. Okay, auch gut. Ne? Ich hoffe, ihr habt in den Kommentaren fleißig mitgezählt und wisst jetzt, wie viele hier drin sind. Schreibt es mir rein, was ihr noch schätzt, wie viele hier insgesamt jetzt drin sind. Ne? Also schreibt mir gerne rein. So, drei, vier. Warte mal, fünf haben wir jetzt, oder? Nee, doch, fünf. Dann haben wir hier sechs. So, zack. Und elf. Und zwölf. Ja, 13. 14. Es reicht nicht. Ich dachte, wir hätten genug. Oh mein Gott, es sind nur 14. Crazy Joe, ich habe dir 14 Eier wiedergebracht. Oh, super, danke, Casper. Nur 14 Stück?
Das war doch eigentlich 15. 15? Du hattest vorhin gesagt 14. Sorry, was soll ich sagen? Da ist leider ein Ei kaputt gegangen, aber ich habe auch dafür alle Horrorhühner zerstört und kaputt gemacht und auch den Boss von denen. Also die sollten nicht nochmal wiederkommen. Brüte die schön aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Leute, habe ich irgendwo ein Ei übersehen? Vielleicht lag da ja irgendwo noch eins. Vielleicht habt ihr eins gesehen. Ich hoffe, ihr habt schön mitgezählt und ich hoffe auch, es hat euch ordentlich Spaß gemacht beim Zuschauen. Feiert in diese interaktiven Videos, wo man so ein bisschen auch was selber macht als Zuschauer. Ich finde das eigentlich ganz cool als Idee. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Lasst mir ein Like oder auch ein Abo. Ich mache jeden Tag Videos. Tut mir den Gefallen, checkt gerne. Und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Auf einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.